Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute geht es darum, alle Fundorte zu zeigen von der Dunkelkavallerie. Das sind nämlich 8 oder 9. Und dann seht ihr, welche Drops sie haben, wo ihr sie findet und wie ihr sie am besten besiegt, weil es gibt bei ein, zwei auch einen kleinen Trick. Und den ersten, wo wir anfangen werden, ist hier Wall von Schloss Morne, das heißt unten Halbinsel der Träne. Hier findet ihr die Nacht, die Night Kavallerie. Und was wir jetzt machen müssen, ist natürlich die Tageszeit auf Nacht machen und dann einmal die Nachtkavallerie besiegen. Und da vorne sollte sie jetzt gleich auftauchen. Da ist sie schon. So, ich bereite mich hier mal vor. Ich nehme mal hier ein paar Items, damit ich es mir ein bisschen einfacher mache, weil die sind schon sehr stark. Also manche sind etwas stärker, manche sind etwas schwächer, aber das werdet ihr später sehen, weil das letzte, das ich euch zeige, die sind richtig stark. So, rein hier. Gut getroffen, finde ich. Ich kämpfe immer lieber ohne Pferd gegen die, aber das könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt. Zack. Haben wir den ersten. Und der gibt Kriegsasche, Barrikadenschild und den Flegel der Dunkelkavallerie. Und dann gehen wir mal ab zum nächsten. Den nächsten findet ihr hier auf dieser Brücke, oberhalb von diesem kleinen See, direkt im Startgebiet. Hier auf der Brücke patrouilliert er. Ich laufe einmal hin und dann besiege ich den mal. So, jetzt bin ich hier auf der Brücke. Da vorne ist er auch schon. Bin ich wieder vom Pferd runter, mal schnell nochmal Seppuku drauf. Ah, da vorne ist er. Die Glaive, die könnt ihr übrigens auch bekommen. Dazu gibt es demnächst auch ein Video. Weil das ist. Hat ein S-Tier auf Stärke. Ist ultra stark. Da werde ich euch dann zeigen. Zack, da ist der zweite besiegt und der gibt Kriegsasche Stoßhagel. Auf zum nächsten. Die nächste Dunkelkavallerie findet ihr hier, unterhalb von Kirche von Bellum. Dafür müsst ihr einmal durch, müsst ihr schon nach Raya Lucaya reinkommen können und vom Hauptstadt der Akademie den Teleporter nehmen. Hier einmal das Siegel untersuchen und dann kommt ihr einmal komplett bis hinten zur Brücke und in das Gebiet, wo die Dunkelkavallerie patrouilliert. Und hier bei dieser Dunkelkavallerie gibt es noch vier weitere Gegner, die auf dem Pferd sind und von denen kriegt ihr eine richtig schöne Rüstung. Die könnt ihr euch auch mal holen, wenn ihr mögt. Aber ich gehe jetzt hier nur auf die Dunkelkavallerie. Die ist da vorne schon. Gehe schnell wieder runter, nehme meinen Trank und bereite mich ein bisschen vor, weil die werden nicht einfacher, die werden immer schwieriger. Na, komm her. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Komm, komm, komm. Oh, vielleicht komme ich von hinten drauf. Oh, sehr schön. Da ist er auch schon unten. Und besiegt. Und von ihm gibt es was richtig, richtig Schönes. Wie ich eben schon gesagt hatte. Von ihm gibt es nämlich die Glaive der Dunkelkavallerie und Kriegsasche Riesenjagd. Und diese Glaive, die werde ich euch im nächsten Video mal etwas näher zeigen. Dann würde ich sagen, gehen wir zur nächsten. Die nächste Dunkelkavallerie findet ihr auch in Raya Lucaria. Und zwar hier auf diesem Plateau. Mal schauen, wie ich da am besten hinlaufe. Mist, ich habe hier leider keine Gnade. Dann laufe ich mal eben dahin, dann zeige ich euch ganz genau, wo das ist. So, ich bin angekommen. Da seht ihr sie auch schon. Bereite mich schnell vor. Oh, hinter mir ist so ein. Scheiße, das ist natürlich schlecht. Ich glaube, der kommt aber nicht. Dann kann ich hier ruhig drauf gehen. Na, was macht er? Kommt er oder kommt er nicht? Auf jeden Fall solltet ihr was mit bisschen Range nehmen, damit ihr den kriegt. So, das habe ich ihn besiegt. Jetzt habe ich jetzt gleich nochmal ganz genau auf der Karte, wo ich bin.
Da gibt nämlich die Kriegsasche Eisspeer, auch sehr nice. Und der ist halt genau hier. Ich bin von hier unten, bin ich hier hochgelaufen. Findet ihr, solltet ihr den bekommen. Nein, ab zum nächsten. Den nächsten findet ihr in Caelid. Und zwar hier unten. Genau an diesem Punkt. Da laufe ich einmal hin. Besiegen wir den. Da vorne sehen wir ihn schon. Da vorne läuft er. Bereite ich mich schon mal vor. Seppuku rein. Also macht euch auf jeden Fall die Kämpfe so einfach wie möglich, weil der kann schon auch nerven, ich sage es euch. Zack, besiegt. Und der gibt Kriegsasche giftiger Falter. Interessant. Oh, auf zum nächsten. Beim nächsten gibt es auch einen kleinen Trick. Den nächsten findet ihr hier auf dieser Brücke. Und da gibt es einen ganz kleinen Trick, weil wenn ihr den Weg hier so hochlauft, könnt ihr ihn vergiften, dass er sich selber besiegt. Dafür muss ich jetzt einmal dahin latschen. Oh Mann. Oh Mann, wie komme ich denn dahin? Oh Gott, okay. Ich laufe einmal hin und dann sehen wir uns dort. Ich bin endlich angekommen. Am besten passt ihr auf dem Weg sehr gut auf, denn ich bin bestimmt an vier Drachen oder so vorbeigelaufen. Und dann gibt es hier eine Gnade bei Lennis Turm. Direkt hier. Und dort vorne seht ihr schon die Dunkelkavallerie. Und hier hatte ich ja gesagt, gibt es einen kleinen Trick. Also Kommando zurück. Ich habe es jetzt vier, fünf Mal versucht. Irgendwie spawnt der immer wieder hier auf der Brücke und läuft mir nicht weiter hinterher. Es kann sein, dass sie das vielleicht gefixt haben oder so. Ich weiß es nicht. Ich habe das letzte Mal halt Version 1.1 gemacht oder so. Kann also sein, dass das nicht mehr geht. Lasst mir gerne mal in den Kommentaren stehen. Ob es funktioniert oder nicht, dann würde ich den Kommentar anpinnen. Vielleicht habe ich auch irgendwas falsch gemacht. Deswegen ist für mich jetzt hier natürlich alles ein bisschen schwieriger. Dafür bin ich aber auf fast Level 300. So, geschafft. Und der gibt 100.000 Seelen, Alter. Und Kriegsasche Bluthornschritt. Oh, chillig, hier gibt es den Bluthornschritt. Wusste ich auswendig auch nicht. Und dann würde ich sagen, ab zum nächsten. Den nächsten findet ihr am Altusplateau. Und zwar genau hier. In der Nähe vom großen Aufzug von Dektus könnt ihr am besten von Kreuzung der Altushochstraße hinlaufen. Einmal Seppuku drauf. Und dann wird der besiegt. Ich finde die, die diesen Flegel haben, irgendwie ein bisschen schwieriger. Die sind irgendwie ein bisschen schneller. Ja, okay. Aber man merkt schon, die werden immer schwieriger. Und wenn ich an den letzten denke, habe ich gar keinen Bock. Da kommen da Gegner. Habe ich da Gegner gesehen? Schnell weg mit dem, bevor die Gegner kommen. Was wollen die denn? Okay, der ist besiegt. Was gibt der? 36.000 und... Oh, Kriegsasche, geteilte Ordnung. Cool. Und auf zum nächsten. Den nächsten findet ihr hier direkt nach Leyndell, verbotene Lande, direkt am Start neben der Gnade. So, gefunden, da ist er. Und wartet brav auf mich. Ah! Das war gefährlich. So, runter mit dir. Wenn er auf dem Boden ist, dann solltet ihr ihn auf jeden Fall kriegen. Zack, besiegt. Der gibt 86.000 Seelen und Kriegsasche Phantomschnitt. Cool. Hatte ich, glaube ich, auch noch nicht. Und dann ab zum nächsten. Und der nächste ist, glaube ich, auch der letzte. Weil den findet ihr hier im Schneegebiet, aber im versteckten Schneegebiet und patrouilliert zu zweit. Oh Junge, das wird schwierig. Hier ist das Problem, ihr müsst wirklich zwei am besten nacheinander besiegen. Und die sind von allen am stärksten. Und die haben auch noch kleine Fußsoldaten mit dabei, also. Das ist sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich hatte das auch schon mal in einem Video gezeigt, weil von denen kriegt ihr die Nachtkavallerie-Rüstung, die ich ja eine lange Zeit getragen habe, die ich richtig, richtig geil finde. Aber die ist sehr, sehr schwer zu bekommen. Vor allen Dingen, wenn man schon NG plus 5 oder noch weiter ist. Ich muss hier runter. Am besten besorgt ihr euch die zweite Gnade, aber ich habe gerade keine Ahnung, wo die ist. Man sieht hier immer so wenig. So. Und hier ist. Also die patrouillieren hier mit mehreren Leuten. Und das Beste ist, wenn ihr einen rauslockt.
Und am besten ohne, dass ihr... Kleiner Tipp, hätte ich gerade auch machen sollen. Am besten besorgt ihr euch hier inneres geweihte Schneefeld, die Gnade. Das ist ein bisschen einfacher. Da müsst ihr nicht immer durch diesen krassen Nebel laufen. Und dann seht ihr da vorne auch schon die Leute patrouillieren. Ja, von diesem scheiß Fall mache ich mal einen kleinen Umweg. Und dann könnt ihr die schön einzeln rauslocken auch. Na klar, jetzt habe ich auch noch eine Invasion. Na klar. Ist ja auch noch nicht schwer genug, weißt du? Zack, wenn er einmal auf dem Boden liegt, habt ihr den. War mein vierter Versuch übrigens, Leute. 200.000. Da ist die Kavallerie, Rüstung und ein uralter Drachenschmiedestein. Junge. Das hat, glaube ich, ein Like verdient, oder? Ja, gerne die Kommentare schreiben, ob ihr die ganzen Kavalleristen schon geschafft habt. Und was mich sehr freuen würde, wäre natürlich ein Abo auf dem Kanal. Ich habe jetzt gerade ganz frisch die 1000 geknackt. Mega, mega nice. Vielen, vielen Dank. Checkt das Gewinnspiel ab und bis zum nächsten Mal. Haut rein.